You can be in the world and use the things of the world, but you should not be attached to those things, that's all. It's just using them as tools. Also the ego and the senses. The ego is the cement that holds the five elements in the whole creation together. Without ego, cosmic ego, there would be no creation at all. All of these things are tools for the soul to come into this world and experience the things of the world and find fulfillment and completion. And we should see them as tools. Emotions also. If we don't attach to it, we can use it just as a tool. If we attach to it, it overtakes our mind and drives us crazy, and we lose control and we don't know what we're doing anymore. It's all how you look at it. That's the tricky thing, but that's the secret. Reinfaxen blieben, ich bin drei Reinfaxen Missin. Meine Streitmacht der Fliege begleit mich in den Deep. Treibstoff für das Chi lässt Bleitropfen auf DIN A4. Ich absorbiere herzhaft Schwerkraft fürs Versmaß. Sobald ich berichte, ball ich Licht für diesen Erdball. Gegen den Verfall durch das Dunkel send ich ein Vers weiter von unten, der mit dem Himmelszelt verbunden Summen von Kometen schießt für das Wunder von Sternstunden. Zum Salben schmerzender Wunden bin ich im Schein der Kerzen im Kern meines Herzens versunken. Stärke meine Runden, verwerfe den Punkt des Verstummens, pumpe den Befund, irre Parabel, das Funkeln im Untergrund. Ungelogen, dieser bunte Bogen regnet von unten nach oben, sogenannte Resublimation, wie Klon mein Gehen. Und du siehst einen neuen zweiten Mond entstehen, Lunar Flow Zone kann gehen. First Step in Arena, der Burning Heads, er returnt jetzt den Blatt des verschwimmenden Verstands und besinnt sich auf den Klang seiner behinderten Gedanken. Ich lass meinen Geist in die Welt der Worte überwandern, verforme mein Handeln, lass verborgene Energie fließen, um eine neue Gestalt zu gießen. Ich suche im Wald Frieden, reich verzweigt Flora und Fauna, in der Eiszeit seht dieser erfrorene Bauer, Schneeblumen auf die Mauer, Trauer für den Sonnengott, andauerndes Komplott. Und was kommt nun? Sonnenblumen, die wieder verbrennen, sobald sie näher an die Sonne kommen. Aber wen wundert schon? Alles vergänglich, alles endlich. Der Parabelbogen kratzt den Zenit und senkt sich, verfickt krass, bis weit unter die X-Achse. Ihre Parabel 315, Poseidon's Nautik. That's the secret.